Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Und jetzt sind wir in Folge 757 schon wieder so ein Flugzeug. Wollte man nur so sagen. Und wir machen heute mal eine Daedra-Quest, Leute. Schicksalstreffen im Mondschein, das ist die unterste einfach. Im Falkenring erzählt man sich von einem rätselhaften Landstreicher, der für einen brutalen Mord an einem kleinen Mädchen verantwortlich sein soll. Und wir sollen mit Singding sprechen. Ich kenne höchstens Sindelfingen, aber gut. Wo ist denn jetzt die Markierung nach? Immer noch weiter unten. In Falkenring. Hätte ja auch drauf kommen können, ne? Diese Stadt, dieses Dorf. Ach ja, eine D3. Stopp. Die D3-Quests sind immer schön. Hallo, hallo, hallo. Oh, die ganze Stadt ist wieder mal unterwegs hier nachts, glaube ich. Gehen wir doch mal in das Haus hier rein. Es ist echt dunkel. Die Baracken von Falkenring. Okay, das reicht anscheinend immer noch nicht. Wir müssen noch weiter nach unten. Ins Gefängnis vom Falken. Ergibt Sinn. Der Typ hat ja ein Mädchen ermordet. Stimmt. Was haben wir hier noch? Truhe mit Beweisen. Ist leer. Mit dem kann ich nicht reden. Hier ist halt einfach kein. Ja, Polizist wollte ich sagen. Halt dein Schnauze. Könntest du bitte? Ich würde gern mit euch reden. Wie ich höre, habt ihr ein kleines Mädchen angegriffen. Welcher Ring? Was für Verwandlung? Nun, da hast du Glück. Ich und meine Ehefrau sind auch Werwölfe. Das macht nichts. Was willst du jetzt machen? Wer ist Yersina? Nö.
Ein Wort noch, ein Wort noch. Ich sag's dir. Ich bin Gefährte, mein Freund. Was hat dich dazu gebracht, dieses Mädchen zu attackieren? Ich bring den Ring zu Hirsine. Ach, jetzt. Nicht ausgerüstet, bitte, oder was? Mein Freund, was tust du da? Hey! 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 Sag mal. Na toll. Jetzt trage ich wahrscheinlich diesen Ring, ne? Oder auch nicht. Hi. Da ich Also, das, ich weiß ja nicht, aber, also, ich meine, was ist denn das? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Huch, wie ist denn die Tür aufgegangen? Ich komm mal, dein Boot, ne? Mach's gut. Ciao, have a nice day. Jo. Das ist durchaus möglich. Könnte ich bitte hier vorbei? Hallo. Sag mal. Leute, ihr wollt mich doch verarschen, oder? Unfassbar. Okay, wo muss ich genau hin? Was zur Hölle ist da auf der Karte passiert? Habt ihr das gerade gesehen und da ist das Spiel abgestürzt einfach? Ich glaube, dass das zusammenhängt. Das ist interessant gewesen. So. Ich weiß übrigens schon, also ich kenne die Quests, ich kenne die Quests alle so ein bisschen, ne? Diese Standard-Skyrim-Quests, vor allem die D3-Dinger sind ja sehr Standard.
Und ich kenne, also weiß, es gibt da einen interessanten Weg am Ende der Quest. Den werde ich einschreiten. Weil das einfach ein geiler Weg ist. So ein Duopolischer. So, machen wir das Ganze nochmal. Diesmal ist auf der Karte nicht alles verbuggt. Das war echt komisch. So. Meine Freunde, es ist mir eigentlich immer noch zu dunkel. Es gibt hier allerdings auch kein Bett, das heißt, ich muss warten. Okay. Ja. So, was steht ihr hier so dämlich rum? Ja. Natürlich, natürlich. So, wie komme ich da hoch? Gar nicht, vermutlich. Aber das ist doch eine Falle hier, glaube ich, ne? Meine ich. Ja, genau. Leider zu. Aua. Gut. Hab ich nicht gesagt. Aber ich will mich gar nicht mit diesen Belanglosigkeiten beschäftigen, sondern eher mit den wichtigen Dingen. Nämlich, wie schaffe ich es, den möglichst kompliziertesten Weg zu diesem Viech zu nehmen? Ist es ein Hirsch? Du mich verarschen? Mein Freund! Da sag mal, was sind mit dir? Oh, hi. Oh, sorry. Seid ihr hier, Sine? Habe ich euch nicht gerade getötet? Jetzt lebt die Sine zweimal. Danke. Seid ihr hier, Sine? Was verlangt ihr von mir? Er hat mir nichts getan. Nein, so soll es geschehen. Okay.
That was weird. Beginne die Jagd. Ich bin der Wolf. Mhm. Sinn hat mich gebeten, deswegen nächstes werde ich seine Gunst bekommen. Okay. Wir wissen alle, dass wenn, wenn eine Dedra-Gottheit was will, dann wird man das auch machen. Das ist ganz klar. Das ist einfach so. Wenn man das nicht macht. Ist das selten eine gute Idee. Ich wollte nur wissen, ob ich das Schwert ausgerüstet habe. Da hinten ist ein Drache, der kann auch ruhig bleiben, wenn er will. Ich hoffe einfach nur, dass er lang genug aus meinem Radius bleibt. Ich habe übrigens diese Quest hier, diese Mod-Reihe neu weiter fortgeführt, ne? Ich habe jetzt, also mit diesen Higuain, keine Ahnung, wie die genau heißen. Diese, Monster, Mihail, so heißen die Monster. Da sind jetzt Krokodile sind dabei, Korallenatronarchen und irgendwie so Zytropetika, keine Ahnung. Also am meisten freue ich mich eigentlich auf die Krokodile. Weil die passen schon irgendwie sehr hier rein. Die Dickbauchgrotte. Ja, gehen wir doch mal rein, ne? Würde ich sagen. Diese Grotte rein. Okay. Das ist nicht dunkel. Was ist jetzt? Hä? Jekir. Bartomeur erstmal looten, würde ich sagen. Und wer seid ihr denn? Mazar. Mhm. Sag mal, Jekir. Was ist hier passiert? Okay. Das Ding ist halt, er hat ja auch ein Kind getötet. Das heißt, wenn man es mal so überlegt, ne, gibt es also auch moralisch eigentlich nicht so viele Aspekte, die dafür sprechen, ihn nicht zu töten. Hä? Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Boah. Ich werde euer Leben verschonen. Das ist nämlich jetzt der Punkt. So. Jetzt kommt nämlich ein Punkt. Ne? Das ist der spannende Punkt. Ich brauche gerade Licht. Ich hatte vergessen, dass es so gut aussah hier. Da. Okay. Hi. Oh, eine Kiste. Goldener Diamantring. Oh, Stab der Reiserei. Silberner Amethystring. So, Aua! Rissing! Naja.
Achso, oh, der ist gar nicht tot. Ah ja, der wird richtig gefickt gerade, kann das sein? Ich brauche Licht, Leute. Okay, wo ist denn der nächste? Da. Trasuna. Keine Ahnung, was ihr mir getan habt, das ist mir aber auch egal. Ich werde euch einfach töten. Ist da jemand? Hi. Have a nice day. Oh, sorry. Aha. Ich werde mich mal heilen, ne, Leute. Macht das ruhig unter euch aus. Ich bin dann mal weg. So. Komm, machen wir da noch eine Soul Trap drauf. So, passt. Hallo, wo ist denn der Typ? Das Schöne ist, dass man. Aber. Hallo, hallo, hallo. Könntest du bitte sterben? Iriana, 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 ihr seid. Nochmal. Nochmal. Ja, geht doch. Na also. So. Haben wir's? Nö. Scheint nicht so. Geh wohl noch weiter. Schönes Fleckchen. Ja, da ist noch jemand. Da kann ja auch vorher mal kurz. Hier, machen wir den mal. Hi. Ich finde es gut, dass die einzigartige Namen alle haben. Das gefällt mir. Da habe ich so ein Fable für. Haben die Geld dabei? 7. Siehst du? Achso, die beschwört ja auch sowas. Ja. Das war jetzt, ne? Da. Okay. Eieiei, das ist ja schlimmer als beim Bukake hier. Da war. Eieiei. Wo ist er denn da? Aha. Tja, der letzte Jäger ist tot. So. Jetzt soll man ihn wohl noch töten. Wo ist er denn? Hey, Sinn Ding! Ihr sollt sterben. Die Leiche habt ihr? Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Mach's gut, ne? Grüß dich.
Nee, was? Okay, da weiß ich jetzt nicht, ob das so war, wie ich das geplant hatte eigentlich ursprünglich. Macht nichts. Man kann diese Quest nicht verkacken. Von daher, ja. Warum genau nimmst du das jetzt nicht? Könntest du das irgendwie da ausrüsten? Könntest du das bitte ausrüsten? Nee, das war jetzt falsch. Wieso nimmt ihr das denn nicht? Gut, dann eben nicht. Ja, damit haben wir auf jeden Fall die Quest erfüllt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht gut und ciao.